So, hallo Freunde, da sind wir wieder bei Let's Play Suikoden 2. Ja, wir haben endlich das Star Dragon Schwert. Und ich würde sagen, bevor wir zu Neglot gehen, weil ich ahne nichts Gutes, gehen wir nochmal zurück in die Hauptstadt South Window. Da wir ein bisschen Geld gespart haben und rüsten uns ein bisschen auf. Hab stirb. Na komm, den einen Hasen kriegen wir doch grad down oder nicht? Yes. Dam, da, dam, 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 dam. Ich hasse diese Hasen. Auf sie mit Gebrüll. Ah. Ne, geht alles noch bestimmt nicht. Ja, und vor allem, gut, dass wir jetzt nicht sofort nach North Windows sind. Ich sehe gar, dass unsere ganzen Runen noch völlig erschöpft sind und leer von den letzten Kämpfen. Ich glaube, wenn es da zum Kampf gekommen wäre, hätten wir ordentlich abgefehlt, ey. Und zwar übelst. Na komm. Ihr habt natürlich einen kleinen Biester, ey. Na. Na? Oh, alter Kahn, du Loser. Jawohl, Freddy. Na, diese Viecher geben aber nicht gerade Erfahrungspunkte noch. Schodala. Würde ich sagen, wir suchen gleich mal den Rüstungsladen auf. Ich hoffe, dass das Geld so ein bisschen einigermaßen reicht. Ich wollte eigentlich offscreen ein bisschen sammeln gehen, hab's aber nicht wirklich hingebracht. Ja, diese Halbplatte ist schon wirklich geil, aber für niemanden verwendbar, ey. So, jetzt gucken wir mal. Verteidigung 6, Steiger plus 5. Bali hat doch einen Steigergürtel drin, oder nicht? Einer ist ausgerüstet. Also Verteidigung 6, Steiger 5, 6er Verteidigung. Schild 7er Verteidigung, Wachenrobbe. Oh Mann ey, oh Mann ey, oh Mann ey. Verteidigung 14, oh ist das geil ey. 5 Freddy G plus 8. Boah, Karateanzug 3000, Verteidigung 10, Technik 5. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Scheiße. Kann ich gerade nicht entscheiden. Ich würde sagen, wir nehmen mal zwei Karateanzüge mit. Nein, nicht ausrüsten. Wir nehmen eine Lederrüstung mit. Dann gucken wir mal weiter. Ausrüstung Freddy. Plus 4. Ich bin mir nicht sicher, ey. Verteidigung 10. Ne, Lederrüstung. Definitiv Lederrüstung. Medizin, Stiefel, Verteidigung muss 3.
Was für ein Scheißdreck. Dann gehen wir mal zu Victor. Der bekommt jedenfalls auch ein Schild später. Nanami, Hut mit Feder. Ein Schwachsinn, die bekommt auch noch ein Schild. Sonnenblattkette heilt HP. Die größte Scheiße. Ah, Karateanzug, genau, da waren wir. Und für Eili, glaube ich, war der andere, ne? Genau. Die hat auch kein Schild. Da dürfen wir ja einige Schilder kaufen. Kaufen. Ja, toll, geht nur für Freddy. Na toll. Ihr Dappen. Ausrüstung 1, total 1. Ich kaufe trotzdem 1 aus Spaß an der Freude. Guck mal. Ausrüstung. Victor kriegt auch ein Holzschild. Ne, also nur für Freddy. Ist doch voll scheiße, Jungs. Spitzhut. Verhindert Ballon. Dann nahm ihn Eili. Zwei Hüte. Und schon ist das scheiß verdammte Geld leer. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, da muss ich wirklich offscreen noch ein bisschen sammeln gehen. So, und jetzt? Ich habe es doch wirklich wieder geschafft. Hat der Controller seinen Geist aufgegeben und die Batterie ist leer. Ey, das gibt's doch wohl nicht, oder? Kann denn einmal irgendwas nicht schief gehen? Leute, Verzeihung, ich muss kurz meinen Controller anstöpseln. Sonst können wir hier nicht wirklich weitermachen. Verdammt, das muss ja auch immer sein, ey. Mann. Sachen gibt's. Na, wirst du wohl? Stell dich doch nicht so an hier. Geht doch. Also. Entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber musste leider kurz sein. So, Ausrüstung. Eili. Wir kommen das Silk Red. Dann, ja, gucken wir, was wir verkaufen können. So, was haben wir hier? Hebt Magie Attribut. Tunikas. Yes. Tunika weg. Messingpanzer weg. Holzschilder weg. Holzschild weg. Stiefel weg. Stiefel weg. Weg. Ja, Leute, ich glaube, wie es ausschaut, wird diese Folge nicht ganz so spannend. Aber was tut man nicht alles? Mann, haben wir einen auf dem Plunder? Das gibt's ja wohl nicht, oder? Angriff auf für Zweihandschwerter. Könnte ich mir für Victor fast. Kaufen. So. Können wir jetzt noch. Ein Zirkulett können wir noch kaufen. Tasche, jawohl. Was rüsten wir jetzt noch aus? Ausrüsten, Nanami. Jawohl. So, jetzt wollte ich gucken. Stärke Freddy. Es ist bloß die Frage: Zweihandschwert oder nicht? Da Freddy aber noch ein Schild hat, denke ich,
fast mal nicht. Woher weiß ich, ob es ein Zweihandschwert ist oder nicht? Das ist jetzt die Frage, ne? Verdammt. Wir gucken mal, was der Runenschmied sagt. Vielleicht verrät er es ja uns. Lieber Runenschmied, ein Kunde wie selten. Was ist denn dein Beruf? Das geht dich nichts an. Anderen Seelen Wasser anbringen. Titan. Ach, da sehen wir es. Victor. Da müsste ich aber die Blitzrune entfernen. Nee, da habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust drauf. Ja. Und du? Ja, genau. Wo ist denn oder gibt es hier einen Schmied? Ich habe hier noch keinen Schmied gesehen. Was mich irgendwie wundert. Schmied, Schmied. Oder ist der Schmied hier mit drin? Nee, war nichts. Da, 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 da. Ach, genau, was wir wieder mal machen sollten. Werde eventuell übernachten und speichern. Ich glaube, durch das Übernachten erholen sich unsere Runen wieder. Ich hoffe es zumindest. Werden wir gleich sehen. Gucken wir mal. Ja. Okay. Durch das Übernachten werden unsere Runen wieder vollständig aufgefüllt. Muss man ja erstmal wissen. Jo. Der ist auch weg. Ey, wo sind die alle hingeflüchtet? Kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Medizin, Schlaf, Wangen, da gibt es auch noch Rüstung, Wangenschutz. Verteidigung, mal 1,5 für einen Verbündeten, Schlaf an eine Feinreihe, bla bla bla. Wo gibt es diese schönen Megatropfen, wo alle Verbündeten halt. Aber wir haben ja sowieso nicht genug Geld. 630 Botsch. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Aufnahmepause und gehe auf Screen ein bisschen das Männchen, das heißt Männchen Hochlevel, ein bisschen Botsch sammeln. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich ein bisschen was zusammengekratzt habe, weil ich will euch jetzt nicht mit stundenlangen Höhlentour langweilen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ciao, Freunde!